our old friend time. This bitch is staring at me. What's up with our old school personality? I thought we left our fights back in junior high. The time of Wayne's World and colorful dinosaur ties. If you ever fall, I'll be there. If you crush your knees, I'll be there. Radio Awesome is coming with you. You dig the 80s and its music scene. Star Wars lifestyle, you know what I mean. And you know how things get done, MacGyver style. Then you know that duct tape can hold us together a while. If you ever fall, I'll be there. And if you crush your knees, I'll be there. Radio Awesome. Ja. Der Grund, muss ich ja nicht groß machen. Ich spiele auch gerne Konzerte. Alle, die schon mal, glaube ich, live dabei waren, wissen das eh. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt echt auf die, weil man muss auch mal was Positives sagen, auf die nächsten ein, zwei Wochen, hoffentlich nicht länger. Weil ich glaube, dass eben gerade solche Sachen viel passieren werden und vielleicht auch von richtig speziellen Kombinationen von Musikern. Ein paar Sachen habe ich schon mitgekriegt, ich habe heute gerade mit einem Freund geredet und der macht auch was Ähnliches. Wird spannend, wird auf jeden Fall spannend. Ah ja, und es gibt ein Gewinnspiel. Ich habe einen extrem coolen, super, super, super Preis. Passt auf, was ich so sage. Da wird irgendwo vielleicht das geheime Losungswort sein oder so. Plug it.
okay. So very young. Ich lese gerade was. Ja, da ist der Text nur in Fantasie-Englisch. Martina, sorry. Der Song ist übrigens nicht das, was man sich normalerweise denkt bei solchen Liedern, sondern der ist über die Gitarre aus der Sicht von einer Gitarre. Ja. Beste Freunde. Der nächste Song ist älter, habe ich sie, beziehungsweise sehr alt eigentlich, weil ich letztens draufgekommen bin, dass ich das erste Mal einen Song aufgenommen habe vor 15 Jahren und vor 20 Jahren mit Musik machen, mit einer Band, mit der Fifth Season angefangen habe. Das heißt, 20 Jahre Kid Arcade ist quasi heute der Tourstart, sagen wir einfach mal so. Ich mache jetzt einfach 20 Jahre Kid Arcade, die nächsten 14 Jahre. Und der nächste Song heißt Country of the Blind. Da geht es im Prinzip um eine Geschichte von H.G. Wells, Science-Fiction-Autor, wo es darum geht, dass man ja immer sagt, in der Stadt der Blinden ist der einäugige König, so in der Richtung. Und mir kommt ein bisschen vor, wir wohnen momentan in einer Welt, wo die Leute, die blind sind, dem Einäugigen nur das eine Auge ausreißen vor Neid und so weiter. Was irgendwie ein bisschen komisch ist. Das heißt, der nächste Song geht ein bisschen in die Richtung, sagen wir, ein bisschen netter zueinander und passen wir auf uns auf, weil wir wissen nicht, wie es weitergeht momentan. Kann auch schlimmer werden. Ich glaube, das Beste wird sehr schnell. Wenn es schlimmer wird, passen wir einfach uns auf. Can't breathe. The cows are eating directly at my feet. So give me back what is mine. So give me back what is mine. So give me back what is mine. In this country of the blind. In this country of the blind. In this country of the blind. As far as I can see, the fascists marching at my feet. So give me back what is mine. So give me back what is mine. So give me back what is mine. In this country of the blind. In this country of the blind. In this country of the blind. Country of the Blind. Es ist vorher ganz nice als nach dem Song. Ich stelle mir das vor. Jedenfalls habe ich eben vor 15 Jahren in Wien in einer WG mit Benjamin und Fabian den ersten Song aufgenommen, ever, für mich. Das Album hat Parsec Project geheißen und ich kann nicht mit einem abzwinken, whatever. Und der Song heißt In Yukon, und den habe ich, glaube ich, überhaupt noch nie live gespielt, aber es war der erste Song. Text ist Fantasie-Englisch, im besten Fall. Witchcraft of national
on the broadcast, getting down with the sea, telling us too proud. Jeremy spoke out that God is unfair to me. No, God is unfair to me. You might be listening, and everyone's kissing the poison of your lips away. Just stay on the street, try to hide the defeat, and you won't be alright anyway. And you won't be alright anyway. Self-protection is not always what you need to settle the lights down in Yukon. Self-protection is not always what you need to settle the lights down in Yukon. To find out who's lying, I can't see the truth in their eyes. They stomp and they humble, get stuck in the middle of nowhere with names that are lies. Yeah, of nowhere with names that are lies. Self-protection is not always what you need. Protection is not always what you need to settle the lights down in Yukon. Ihr werdet fünf später erfahren, was Yukon ist oder was der Yukon ist. Für mich war das einfach ein extrem schönes Wort, also zum Singen auch, weil es so geil rund ist und irgendwie ein bisschen indianisch klingt. Ja, aber das macht nichts. Ich bin ein großer Fan von Fantasie-Englisch. Hat der Bono auch mir gesagt, immer Fantasie-Englisch, die Lieder schreiben und damit es schön harmonisch klingt. Genau, jedenfalls kommt jetzt das Gewinnspiel, aber noch nicht der Preis, den sage ich später. Die Frage ist, und der oder diejenige gewinnt den super tollen Preis, der als erster schreibt, wie mein erstes Album kassen hat vor 15 Jahren. Ich habe es zuerst erwähnt. Ich lese mir das nochmal durch. So, bisschen was Ruhigeres. It's all about waiting in line till the sun goes down. Gonna rest my body in marble and gold. When this mountain hits you and your timing is just right. You fall and you're sinking in shades of green, and all your sorrows are washed within. Following you wherever you go,
gonna take the next one to bring me back home. My friends are waiting out in the sand. I will meet you when the breakers end. Ich muss aufhören, dass ich euch rede. Wenn du einen sehr lustigen Kommentar lese, ich habe mich zuerst ein paar Mal fast angeklungen und verlochen. What it's about. Ich stehe extrem auf Covers, eigentlich. Aber ich glaube, das ist da ein bisschen gefährlich, weil ich habe gelesen, man wird gekickt, wenn irgendwas erkannt wird, covermäßig. Aber ich würde ganz gerne sagen, woher der Name kommt, woher generell mein, glaube, Start zur Musik kommt. Da gibt es nämlich einen sehr klaren Punkt, wo der Chrissy und ich in einer Spielhalle in Italien gestanden sind und ich reinkraxeln wollte in das Gerät, glaube ich. Oder wir beide, ich weiß es nicht mehr genau, wie es dir gegangen ist, Chris, aber das war für mich, glaube ich, der Startschuss und alles, was danach gefolgt hat. Und der Song ist genau dem gewidmet. Das ist der letzte Song von dem Konzert hier. Ich hoffe, es hat funktioniert bei euch soweit. Für mich hat es ganz gut funktioniert. Die Instagrammer, kann ich mir kurz mein cooles Setup zeigen, was niemals wer sehen darf sonst. Da stimmt, glaube ich, alles im MacGyver-Universum. Der nächste Song heißt Playing Super Mario. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß noch und bleibt gesund und munter und so weiter. Und passt aufeinander auf.
Well, I don't know where you're from, you don't know where I'm from, it doesn't matter at all. Well, I tried to explain that I found what I was looking for, you're the one I adore. Trying to get asleep when I'm waking up, hey, oh, that's okay. I don't mind if you're trying to steal away in the night, as long as you stay with me here. Yeah, yeah, I'm locked in my room, yeah. And I'm forced to play through. Everything down, just blame Mario, blame Super Mario. Well, here we go again, I'm alone in my room and I don't wanna be. Because everything I ever wanted was to find and to rescue the princess in me. Well, you're a little white box, I'm a little Catholic. Hell, let's get stoned, cause just stoned I can handle this. And I'm gonna get the high score in playing alone. Yeah, 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 I'm locked in my room. Yeah, danke fürs Zuschauen. Ja, ein großes Vergnügen. Der große, große Sonderpreis, ich glaube, geht an einen Grizzly oder irgendwen mit der lustigsten Antwort. Das, was am allerwichtigsten ist momentan, eine handsignierte Klopapierrolle. Macht es gut. Ja, das wollte ich lesen. So billig eigentlich, so billig. Um Gottes Willen. Ein letztes habe ich noch, ein letztes! Ein allerletztes. Und... Genau, ich hoffe, ihr habt schon ein Pyjama, es ist ja Samstag um 6 Uhr auf die Nacht. Da kann man sich schon gemütlich machen mit dem Pyjama. Und ich wünsche euch nochmal viel Glück in den nächsten Wochen. Es ist eine echt eine komische Zeit. Bisschen postapokalyptisch strange. Aber vielleicht tut es der Natur gut. Die wird sie fein heilen. Wahrscheinlich, wenn wir nicht so viel herumdüsen und so weiter. Der nächste Song ist nicht nur von mir, sondern von meiner All-Time-Favorite-Band Saber Rider. Der gehört einfach zu einem von meinen liebsten Songs, den ich einfach sau gern spiele. Alles Gute und bis bald. Letzter Song, Klopapier schicke mit der Post. Oh, I don't want to think about her. Got me blasted off this earth. She makes me follow the instructions that I curse. And I don't want to be your lion. And I don't want to be your thief. I just want to be the man standing beside you. Yeah. Da steckt der Juske nochmal aus dem Ei. You left me crippled out like nothing. You keep on driving me insane. You're holding me on the short leash, for God's sake.
crippled out like nothing. You keep on driving me insane. You're holding me on the short leash, for God's sake. Our time moves a little faster when we are chasing after queens, when we are following the rules that are insane. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß noch und fit bleiben und so weiter.